Es ist der erste und letzte Setzling seiner Art. Der Endsetzling. Oh Mann. Ja, hallöchen und herzlich willkommen hier bei dieser einen ersten Folge Rising World. Auf meinem Kanal, jetzt endlich als Let's Play, nicht mehr nur als angezockt. Und ich bin echt gespannt, was hier so alles auf uns warten wird. Ich bin nämlich auch so ein bisschen aufgeregt. Ich habe eben gerade noch im Steam-Forum gelesen, dass mit einem der nächsten Updates, oder sogar mit dem nächsten Updates, hier die ersten Feinde... Baumwelt! Die ersten Feinde in die Welt stoßen werden. Darunter Bären und Wölfe. Freut mich sehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Denn im Moment ist ja hier... ja, ganz gechillt noch. Kann ja nichts passieren. Hier muss man sich vor nichts fürchten. Höchstens davor, und das habe ich ja auch schon mal erzählt, durch den Boden zu fallen. Ich habe natürlich hier eine komplett neue Map erstellt. Hallo. Die sehen unheimlich cool aus, finde ich. Auch die Bewegungsanimation. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich habe eine komplett neue Map erstellt. Dass wir hier natürlich von Null direkt starten. Und ich muss dazu sagen, oder muss zugeben, das ist jetzt nicht die erste Map, die ich erstellt habe, sondern schon die zweite. Denn die erste war voll scheiße. Aber diese hier gefällt mir schon sehr gut. Wir werden auch hier Stein abbauen, denn wir werden auch mit Stein ordentlich was bauen. Wie man Stein aufsammelt, habe ich immer noch nicht so ganz gecheckt. Ich glaube, man baut einfach bloß ab und dann auf magische Art und Weise... kommt der Stein dann in deine Taschen. Halt wie im echten Leben. Ja, wie lange uns das Spiel übrigens begleiten wird, das vermag ich gar nicht zu sagen jetzt im Moment. Erstmal auf jeden Fall eine Weile. Mal gucken, was man da so alles Lustige anstellen kann. Ich, wie gesagt, freue mich sehr drauf. Und bin auch gewillt, hier ordentlich was zu bauen. Wir werden uns hier schon so ein kleines, cooles Reservoir anlegen. Reservat. Kein Reservoir, sondern ein Reservat. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Weiß ich gar nicht. Zack. Ja, ob ich hier mal Musik reinschneiden werde, das weiß ich gar nicht. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Im Moment... haben wir hier das Rauschen des Windes. Was sich irgendwie ziemlich cool anhört, muss ich sagen. Ja, und ansonsten die schönen Hackgeräusche. Und eine Fliege, oder was da war. Muss ich auf jeden Fall sagen, coole Geräusche, oder coolere Geräusche als bei Minecraft zum Beispiel. Obwohl, dafür gab es ja da auch eine Mod, ne? Ja, soll jetzt hier nicht Thema sein. Wir bauen jetzt hier erstmal munter Stein ab, denn unsere erste Hütte soll natürlich wieder so eine Mischung, wie man es bei mir kennt, so eine Mischung aus Stein und Holz sein. Aber so viel kriegen wir da gar nicht. Man kann natürlich hier auch irgendwie Stacks haben, aber wie groß ein Stack ist, weiß ich gar nicht bei dem Spiel. Ja, was kann ich zu dem Spiel noch sagen, was ich nicht schon erzählt habe? Gerne nochmal an dieser Stelle erwähnt. Für dieses Spiel zeichnen sich die JIW Games bzw. die JIW Games als schuldig. Auch schön ausgedrückt. Ein deutsches Studio, so wie ich mitbekommen habe. Hab auch einmal schon kurz E-Mail-Kontakt gehabt. Wegen diesem Let's Play, denn wenn man nicht in einem Netzwerk ist, dann muss man sich da schon mal selber absichern, ob man denn überhaupt ein Let's Play machen kann, ne? Und die waren da Feuer und Flamme, fanden das cool. Ja, weiß ich nicht, ob da jemals einer hier reingucken wird. Wenn ja, dann Dankeschön nochmal. Ich gebe mir alle Mühe, euer Spiel hier ordentlich zu präsentieren. Ja, okay, ordentlich ist auch zu viel gesagt. Ich gebe mir alle Mühe, euer Spiel zu präsentieren. Mit allem, was man hier so machen kann. Ja, geplant ist für mich übrigens erstmal, dass wir hier so ein cooles, kleines Camp anlegen. Also ich will hier schon so eine, wie so eine,
Ja, für so eine Ferienresidenz. Resistenz wollte ich jetzt gerade fünfmal hintereinander sagen. Mit unserem neuen Freund Jimmy. Jimmy die Ziege. Zack, zack, zack. Ja, im Moment leider im Stein noch nicht so viel zu finden. Später wird es natürlich, wie ich oben angezockt schon mal gesagt habe, hier Erze und sowas alles geben. Im Moment gibt's halt Stein und Erde. Tja, ist auch was Feines. Zumindest dauert das Abbauen nicht allzu lange. Würde mich natürlich auch interessieren, ob es da noch verschiedene Werkzeuge mal später geben wird, die halt unterschiedlich schnell abbauen. Wie man es natürlich aus dem Vorbild Minecraft, weiß ich nicht, ob ich das Vorbild Minecraft nennen kann, aber ist ja nun mal nicht von der Hand zu weisen. Ne, ist ja auch keine schlechte Sache, wenn man sich Minecraft als Vorbild nimmt. Ich meine, es ist ein Kultspiel, ne? Wird schon seinen Grund haben, dass die Leute immer noch das Game zocken. Zack. Und solange man gut kopiert oder gut übernimmt und Ideen erweitert, ist doch alles in Butter. Ne? Also ich bin da absolut nicht so ein Mensch, der dann da voll von Minecraft geklaut. Ist eigentlich ein ganz cooles Thema so für die erste Folge, muss ich sagen. So dieser Vergleich mit Minecraft, den sich ja viele, viele, viele Spiele gefallen lassen müssen. Ich meine, selbst Spiele, die mit Minecraft offensichtlich absolut gar nichts am Hut haben. Ich erinnere mich da immer noch daran, an Terraria zum Beispiel. Immer wenn ich gehört habe, ja, hier Terraria, hier da, und wenn einer gefragt hat, ja, was ist denn für ein Spiel? Ja, das ist wie Minecraft in 2D, hat man immer gesagt. Finde ich gar nicht so. Aber das muss sich halt heutzutage irgendwie fast jedes Spiel gefallen lassen. Vor allen Dingen, wenn es Crafting drin hat, dann ist es ja sofort eigentlich gleich, das ist ja gleich Minecraft. Ja, aller Anfang ist natürlich auch hier behäbig. Ne, aber ey, komm, das habt ihr gewusst, dass das hier erstmal ordentlich wegbauen, wegbauen, wegbauen sein wird. Vor allen Dingen fällt mir gerade auf, das Einzige, was hier vielleicht nicht so gut sein könnte, obwohl da hinten sieht es aus wie ein kleiner Wald, ist, dass hier wenig Bäume stehen, zumindest hier auf der Ebene. Aber wenn wir gut viele Setzlinge bekommen, denn Setzlinge gibt's ja jetzt auch schon, das habe ich ja im Livestream schon mal gezeigt gehabt, als wir ihn so ein bisschen gezockt haben. Ne, der ein oder andere mag sich da vielleicht erinnern. Huch. Können wir hier natürlich so ein bisschen Nachzucht betreiben. Zack. Muss ehrlich sagen, ey, seitdem ich da jetzt gelesen habe, dass hier dann Wölfe und Bären demnächst kommen werden, da freue ich mich richtig drauf. Vor allen Dingen hatte ich übrigens recht. Die Entwickler wollen auch gucken, dass sobald es dann Wölfe und sowas alles gibt, wollen sie gucken, dass sie hier auch noch Orks, Goblins habe ich glaube ich gelesen, Trolle und Mumien und sowas soll hier alles Einzug finden. Das, falls der ein oder andere jetzt sagt, nee, mag sowas aber nicht so gerne. Das kann man alles aber, wenn man eine Welt erstellt, optional ein- oder ausstellen. Vielleicht sogar einfach während man zockt in den Optionen. Je nachdem, wie sich da die Entwickler Gedanken drüber machen. Das heißt, für die Leute, die halt sagen, okay, ich will zwar Gegner, aber ich will dann, wenn dann wirklich nur so Bären und so, halt irgendwie so ein bisschen realistischer, dann könnt ihr das da einfach einstellen. So. Ich glaube, das bleibt hier aber ziemlich hügelig erstmal. Man kann das hier auch irgendwie glätten mit einem Vorschlaghammer. Ich hätte da mal einen Vorschlag. Hammer. Zack. Ja, wie gesagt, mit dem durch den Boden fallen, das ist natürlich eine allgegenwärtige Angst von mir. Ist mir selbst mittlerweile zweimal passiert. Aber wenn man durch den Boden glitscht, kann man hier den Flugmodus anmachen, der ist hier immer noch drin. Und dann hat man quasi so ein Not-Workaround. So. Guck mal, und jetzt suchen wir uns hier einen coolen Platz, wo wir so ein bisschen anfangen können, ein bisschen was zu bauen. Dafür gehen wir erstmal aufs Crafting-Menü. Werkbank, da brauchen wir 16 Holz für.
So, Holz. 16 herstellen. Und dann können wir uns nämlich schon eine Werkbank bauen. Jetzt brauchen wir einfach bloß einen geeigneten Platz für unser... Oh, guck mal, da vorne. Das sieht doch nicht schlecht aus da. So ein richtig schönes Tal. Ja, doch, das gefällt mir hier so in der Senke. Er zieht alles cool aus, da weißt du ja nicht, wo du anfangen sollst, die Gegend zu verschandeln, ne? Ich würde sagen, wir fangen einfach hier so an. Ja, hier so. Hier stellen wir jetzt unsere erste Werkbank hin. Ja, man kann leider immer noch nicht irgendwas, was man abgestellt hat, wieder abbauen. Also man kann es halt zerstören, ne? Aber das bringt einen ja reichlich wenig. So. Lichter, Quatsch. Wir gehen direkt auf die nächste Werkbank, denn wir brauchen unbedingt eine Blockbank, damit wir Blöcke herstellen können. Blockbank. Habe ich gar nicht geguckt. Moment. Werkbänke. 48. Oh, hauha. Kriegen wir das hin? Nicht mal ansatzweise. 4 Stück kriegen wir hin. Das heißt, wir müssen ein paar Bäume fällen. Nur schlechter als das. Zack. Ach man, wie habe ich das vermisst, ne? So die ersten Folgen, auch in allen anderen Spielen, die so Survival sind, die ersten Folgen drehen sich meistens immer nur darum, auf eine Stelle zu gucken und irgendwas wegzuhacken. Was ich absolut nicht jetzt irgendwie schlecht meine, sondern das ist halt so ein Ding... Weiß ich nicht, deswegen zockt man doch auch so eine Spiele, ne? Weil man weiß ja ganz genau, auf was man sich einlässt hier. Denn die meisten Survival-Games, und da kann man vielleicht wirklich sagen, das ist halt so Minecraft oder das ist halt so wie Terraria. Die meisten Survival-Games zielen ja aufs selbe ab, aber auf was soll sonst ein Survival-Game so abzielen, ne? Trotzdem muss ich ehrlich sagen, mag ich immer dieses Vergleichen nicht. Ich versuche immer... Ja, nicht zu vergleichen. Oh, haben wir da... Wir haben einen Setzling. Es ist der erste und letzte Setzling seiner Art. Der Endsetzling. Oh, Mann. Na? An so einer Stelle ist schon mal ein Baum bei mir hier durch eine andere Welt geflogen. Ich habe schon allerhand lustige Bugs in dem Spiel erlebt. Muss ich aber sagen, ja, kann ich übrigens sowieso mal sagen, für alle, die das immer noch nicht wissen, das Spiel ist im Early Access, heißt, das ist noch nicht fertig und das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das fertig ist. Individu-Beschreibung packe ich natürlich einen Link zu den Entwickler, also zu der Entwicklerseite. Boah, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und macht da drunter auch einen Link mit in die Beschreibung rein, wo ihr einfach raufklicken könnt. Dann könnt ihr gucken, was für Features hat denn das Spiel und was ist denn geplant. Ja, da haben die nämlich das richtig cool bei sich auf der Seite stehen. Und da würdet ihr zwar auch hinkommen, wenn ihr... Hallo? Hallo? Wie heißt der Bürgermeister von Besel? Okay, funktioniert. Nee, würdet ihr natürlich auch hinkommen, wenn ihr einfach da auf der Seite sucht. Aber auch ich bin manchmal ein bisschen faul, ne? Und deswegen... komm, 40? So, 48 haben wir gebraucht, habe ich mir gemerkt. Deswegen mache ich euch das einfach nochmal rein, dann könnt ihr da einfach draufklicken. So, und für die Leute, die sich jetzt gedacht haben, warum sucht ihr denn nicht mal eine andere Holzart aus? Diese Teile hier werden wir früher oder später abreißen. Denn das werden wir natürlich einfach mal auch mit in unser Haus reinbauen. Oh, und da wird es schon langsam dunkel. Guck mal, da können wir schon anfangen. Steinblöcke, Steinziegel. Ach, guck mal, unsere Favoriten aus dem Livestream sind noch hier drin. Die werden wir aber entfavorisieren. Denn wir wollen ja hier komplett neu starten. Steinziegel, guck mal.
Da müssen wir uns auch was Cooles jetzt raussuchen für so eine äußere Gebäudestruktur. Naja, sowas nicht unbedingt. Das soll schon so ein bisschen Ecken und Kanten haben, ne? So ein bisschen dreckiges Haus. Also ich mag das nicht, wenn das so wie gepumpert aussieht, ne? So, wie sieht denn das aus? Nicht so meins. Ich finde ehrlich das am besten. Das machen wir uns mal als Favorite. Es gibt immer noch keine Treppenecken. Treppe Typ 1. Treppe Typ 2. Kommt bestimmt noch. So, auf jeden Fall, den haben wir uns erstmal schon mal favorisiert. Ich überlege jetzt gerade, wie bauen wir denn unser Haus? Erstmal müssen wir hier noch die beiden Bäume wegmachen. Ich weiß halt nicht, wie kriegt man so einen Busch weg? Ah! Okay. Man muss einfach bloß den richtigen Punkt finden. Dann klappt das. Ja, eine Sache möchte ich übrigens noch sagen. In den ersten Folgen, beziehungsweise wenn wir irgendwo hinkommen, wo es wirklich arschdunkel ist, werde ich hier diese Early Access Lampe, also die hier, werde ich benutzen, wenn ihr unter diese Folge schreibt, dass ich das machen soll. Ansonsten, obwohl, nee, komm, das machen wir wirklich nur im äußersten Notfall. Ich finde das irgendwie blöd. Ich habe halt überlegt, ne? Das machen wir nur im äußersten Notfall. Ansonsten werden wir gucken, dass wir irgendwie eine Fackel mit uns rumschleppen oder so. Ich finde das so cool, wie die Bäume umfallen und dass sie dann halt noch da liegen und nicht wie bei, zum Beispiel bei The Forest. The Forest ist voll wie Minecraft, hat mal einer geschrieben. Da fallen die auf den Boden und dann kommt da dieses übelst komische Geräusch, ne? Dieses Klimm. Und dann hast du da auf einmal so einen Baum. Oh, das war auch nochmal ein Setzling, ne? Drei Setzlinge, richtig geil. So, guck mal, dann werden wir nämlich gleich hier mal uns um Lichter kümmern. Da gibt es nämlich Gartenfackeln und da brauchen wir Stöcker. Sechs Stück. Die machst du aus Holz. So, pass mal ob. Gartenfackel. Herstellen. So, die habe ich nämlich noch gar nicht hergestellt. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie man die hier irgendwie setzen kann. Drücken hier mal F1 für die Hilfe. Dreh das Objekt. Optional. Okay. Huch. Also so können wir das Objekt drehen. Da muss ich erstmal die Tasten suchen. Mach das jetzt hier einfach mal rein. Hat doch schon mal was. Ist doch schon mal ein bisschen idyllisch. Ja, aller Anfang ist langsam und behäbig. Es geht auf jeden Fall richtig los hier mit Rising World. Wir haben den ersten Startschuss gesetzt. Sind hier umgeben von Kühen und Ziegen. Ich bin gespannt, was hier als nächstes kommt. Ob wir durch die Welt fallen. Wie unser erstes Haus aussehen wird. Wahrscheinlich grottenschlecht. Und was ihr zu dem Spiel sagt. Ja, morgen übrigens auch genauso wie in dem Minecraft Let's Play gerne reden über eure Themenvorschläge. Ich freue mich drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben und diesem Projekt natürlich ein Däumchen nach oben, wenn ihr den mögt. Und schaut auch dann beim nächsten Mal wieder rein, wenn es hier weitergeht mit Rising World. Mann, manchmal habe ich so eine Klatsche.